Willkommen zur letzten Folge dieser Session. Falsche Taste. Wir brauchen unsere Maria. Und nun? Vielleicht sollten wir auch mal andere Kleidung geben. War da nicht was von Ninja? Ninja Hoodie? Ach cool. Achso, da brauchen wir keinen Hut. Na gut, wenn dann hier nichts weiter ist, dann... Donnerbüchse Sea Dog. Dann nehme ich jetzt mal ein bisschen Heilung mit. Würde lieber das mitnehmen. So. Bin gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen, den Koloss im Nahkampf Platz machen. Also wenn das auch nicht funktioniert, vorausgesetzt, wir schaffen das natürlich. Ja, den Kreischer doch da. Bloater Alert! I can't keep going so fast. Das hat mich kalt erwischt. Oh, guck an. Oh, oh. There's a feral coming in. Mich erwischt. Okay, okay, schnell weg. Wo ist denn deine Zombie hin? Ach, sind die geflogen. Nein.
Eieiei. Nicht gut. Klar, er trifft mich, aber ich ihn nicht. Okay, jetzt haben natürlich die anderen geballert, aber ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich habe kein Plan. Naja, wir müssen aber den Charakter wechseln hier, ey. Oh, die Nahkampfwaffe ist ziemlich Schrott. Ich würde jetzt noch gerne zum Abschluss versuchen, einfach mal so einen Zombie, so ein solchen Herz irgendwie zu aktivieren. Like you, I've heard the messages that are supposedly coming out of Camp Erie. As you know, Red Talon gives a lot of freedom to its local partners. Freedom is what we're about. If someone at Camp Erie has overstepped their bounds, we'll deal with that, I promise you. But stirring up contention between survivors is not our way. Ms. Baez wants to fight. I just want to fix things. Ach, der liegt da. Der kleine Sack. Stay back from the cloud. Okay, zählt nicht als Pistole. Wo wäre das nächste Seuchenherz? Hier, bei unserem Kopfgeldjäger. Wenn wir schon mal da sind, werde ich auch die Quest austauschen. Ich meine, ich habe es jetzt probiert. Im puren Nahkampf, keine Ahnung, wie man das Vieh am besten dann besiegt. Wahrscheinlich mit sehr viel Ausweichen. Vielleicht muss man auch irgendwie eine andere Waffe nehmen. Ich habe keine Ahnung. Upsi. Nein. Jetzt sind wir durch beim Kopfgeldjäger, ne? Cooler Move. Hello. Are you willing to see to a task that needs doing? Was nehmen wir denn? Ah, oh, das ist eine Horde. Das ist eine Horde.
Okay, also sind die wirklich nur in solchen Gebieten? Did you all get Red Talon's big denial of what's happening here at Camp Erie? Na komm, kreisch. Look, that asshole doesn't know the first thing about this place. The lines are fucking real. Trust me. If what she says is true, that's troubling. Ah, es rührt sich. Komm hoch, Horde. Yo. Eine Horde bräuchten wir jetzt noch. Wäre natürlich fein, wenn ihr noch irgendwo in eine lang marschieren würde. Jetzt ist eine gespawnt. Sehr schön. Guten Tag. Hello, my friend. I expect you could help with these bounties. So, was haben wir da jetzt gekriegt denn? Okay. Ach, das kriegen wir doch bestimmt. So. Das liegt ja quasi auf dem Heimweg. Das können wir dann noch schnell erledigen. I'm coming to get you. Wir waren wohl zu spät. Are you in here, hon? Irgendwo ist noch einer. As long as that plague heart is nearby.
Ich frage mich, ob man das hätte schaffen können oder ob das jetzt sowieso klar war, dass da keiner mehr am Leben ist. Ich glaube, hier würde ich auch nur Medizin kriegen, ne? Davon habe ich, glaube ich, aktuell noch genug. Dann gucke ich lieber mal in den Kofferraum hier noch. This is going to be a good day. Schrauben nehme ich immer gern. Oh, das könnte Munition geben, genau. Locked. Oops, that was loud. Oh, ernsthaft, so viele gleich. Wir laden erstmal um. So. Zack. Zack. Schrauben. Let's head out. This place is picked over. This is quite a load I'm carrying. Sehr schön. Und ab nach Hause. Da steht dann auch unsere neue Karre, die können wir uns auch noch kurz angucken. Oh, die Karre ist schon ziemlich im Arsch. Upsi. Hat er uns gerade noch gesehen oder was? Kommt aber nicht angelaufen. Cool. Hey, habe ich nicht irgendwas hier eben gelesen von wegen Paket mit Pyrotechnik? Ach da. Okay, was ist an dem Wagen jetzt so besonders? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass er schnell ist. Aber Kofferraum ist er ja nicht so doll. We're running out of room for the junk we're gathering. Ja, ja. Oops, that was loud. Gut, dann stellen wir gleich noch ein bisschen Munition her. Dann ist das Problem nämlich auch erledigt. I can imagine myself being a part of this community for a long while.
So. I hope nothing heard that. Dürfte alles wieder gut sein. Und hier geht's dann in der nächsten Session wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis denn.